Ja, Sport bedeutet eben manchmal auch Risiko. Und damit sind wir bei einer Sportart, die mit viel Risiko behaftet ist. Wir sind beim Skispringen. Da sehen wir spektakuläre Sprünge, die Schanze runter, die meistens auch gut gehen, aber manchmal eben auch nicht. So wie im Fall von Lukas Müller. Manuel Bienefeld und seine Geschichte. Lukas Müller ist querschnittsgelähmt. Seit genau einem Jahr. Aber er will wieder laufen. Es war schon eine Sensation, wenn ich ein paar freie Schritte zusammenbringe. Weil man einen kann ich machen, aber dann fliege ich beim zweiten. Das ist so dermaßen anstrengend, dass ich jedes Mal, wenn ich sowas mache, muss ich mich echt bemühen, dass ich nicht so komisch schaue. Also. Lukas' Karriere nimmt früh Fahrt auf. Mit 16 wird er Juniorenweltmeister. Und bei seiner ersten Vier-Schanzentournee springt er 2009 in Oberstdorf direkt in die Top 10, Rang 6, vor Stars wie Schlierenzauer und Kasai. Seine Familie und tausende Fans jubeln ihm beim Neujahrsspringen in Garmisch zu. Wunderbarer Sprung. Die sind alle in Topform, ganz locker drauf, auch Lukas Müller. Doch dann bekommt die steile Karriere einen Riss. Fortan sieht Lukas andere siegen. Die Superadler aus Österreich fliegen von Erfolg zu Erfolg. Lukas springt hinterher. Doch er will es noch mal wissen. Vor genau einem Jahr als Vorspringer bei der Skiflug-WM am Kulm. Plötzlich bekommt er Probleme in der Luft, knallt mit 120 km/h auf den eisigen Boden, bricht sich den 6. und 7. Halswirbel. Ich hab sofort gewusst, das hat das Rückenmark hingedossen. Ja, sofort. Das ist wie wenn man ein Kabel durchschneidet. Da seine Querschnittslähmung inkomplett ist, hat Lukas die Chance, dass bestimmte Körperfunktionen wiederkehren. Dafür trainiert er jeden Tag stundenlang, wie früher. Doch diesmal ist es noch anstrengender und die Fortschritte minimal. Aber Lukas gibt nicht auf, eine Kämpfernatur. Ja, das war er immer schon. Also immer, wenn er mal Schlüsselbeinverletzungen gehabt und wer sich da immer zurückkämpft hat mit einem Ehrgeiz, das war schon immer, ja, das hat er schon immer gemacht und können da noch viele Wunder passieren vielleicht. Triumphe, Jubelstürme, Rampenlicht, die Motivation für das harte Training vieler Sportler. Lukas Müllers größte Herausforderung ist sein täglicher Kampf zurück. Ein Vorbild für viele gerade jetzt. Nach seiner Leistungssportkarriere. Und hier ist er, Lukas Müller. Herzlich willkommen. Hallo. Servus, Lukas. Hallo. Herzlich willkommen im aktuellen Sportstudio. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen heute? Ja, ich muss sagen, ich bin etwas verkühlt, aber sonst geht's mir eigentlich wieder ganz gut. Ist kalt in Österreich, oder auch? Ja, kalt und windig. Kalt und, ja. Aber Sie haben gut hergefunden. Der Sturz, Lukas, ist jetzt fast genau ein Jahr her. Am 13. Januar, also gestern vor einem Jahr, ist es passiert. Und Sie sprechen von diesem 13. Januar als Ihrem zweiten Geburtstag. Andere würden wahrscheinlich sagen, das ist der Tag, an dem ich diesen schlimmen Unfall mit den schlimmen Folgen hatte. War das Glas für Sie immer schon halb voll? Ja, man kann immer zwei Seiten der Medaille sehen. Also entweder ist es halb voll oder halb leer. Nur in dem Sinne muss ich einfach sagen, das ist irgendwie mein zweiter Geburtstag, weil entweder ich hätte mir einen höheren Querschnitt holen können, also dass ich nicht den 6. und 7. Halswirbel erwische, sondern den 1. und 2., weil dann würde ich nämlich nicht mehr heute so da sitzen. Ja, oder man könnte mir im Grab besuchen, das ist ja leider auch nicht immer ganz ausgeschlossen. Was haben Sie denn gestern gemacht? Mich versucht, so gut wie möglich abzulenken und das ist eigentlich ganz gut gelungen. Also, ich muss sagen, ich habe mir den gestrigen Tag schlimmer vorgestellt, auch was die Gedanken in meinem Kopf angeht, aber es ist dann eigentlich, es war zum Aushalten.
Ich muss nur sagen, die Zeit davor mit der Vierschanzentournee und eben den Tag, wo ich in Bischofshofen war und meine ganzen Kollegen besucht habe, das war dann auch sehr anstrengend. Aber ich habe das bewusst in Kauf genommen, weil das auch Teil der seelischen Rehabilitation ist und vor allem als Vorbereitung auf nächstes Jahr, wo ich dann wahrscheinlich das erste Mal wieder auf den Kulm zurückkehren werde. Sie haben viel erlebt in diesem Jahr. Am 21.07.2016, den Tag werden Sie vermutlich in Erinnerung haben, das war ein gutes halbes Jahr nach dem Sturz, da haben Sie das Krankenhaus auf Krücken verlassen, und zwar genau so, wie Sie sich das vorgenommen hatten. Da war der kleine Neffe Felix noch dabei. Wir müssen uns den Weg in diesem halben Jahr vorstellen, vom Sturz bis zu dem Moment, als Sie aus dem Krankenhaus raus sind. Ich habe gewusst, dass das kein leichter Weg wird, aber mir ist meine Vergangenheit als Hochleistungssportler schon sehr zugutekommen. Ich habe einfach gewusst, wie ich mich quälen kann, und vor allem das tägliche Quälen war für mich eigentlich nicht so, dass es schlimm war, sondern ich habe das einfach in Kauf genommen. Ich habe vorher immer schon meinen Körper trainiert und jetzt mache ich eigentlich mehr oder weniger dasselbe, nur eben auf einer anderen Ebene. Also jetzt muss ich mehr Oberkörper machen, was als Skispringer fast gar nicht der Fall ist. Aber ein Training bleibt dann trotzdem Training. Und da habe ich einfach gewusst, ich nehme es so, wie es kommt. Und im besten Fall passiert das, was ich mir vorgenommen habe. Und das war eben die Vision, dass ich vielleicht da auf Krücken ausgehe. Sie machen das alles mit einer unglaublichen Zuversicht. Und ich musste ganz spontan an Kira Grünberg denken, die österreichische Stabhochspringerin, die ja auch verunglückt ist und ebenfalls im Rollstuhl sitzt. Die ist auch ganz jung, sie kommt auch aus Österreich. Auch bei ihr ist irgendwie von Verbitterung nicht viel zu spüren. Kann man sagen, das ist einfach das Holz, aus dem die Österreicher geschnitzt sind? Ich würde sagen, das ist ein schönes Kompliment, danke. Aber ich glaube, dass das eher daraus resultiert, dass wir Sportler sind. Weil Sport ist eine super Lebensschule. Man lernt sehr früh, wie man, sagen wir mal, richtig verliert, wie man einfach Niederlagen einsteckt und wie man aus Niederlagen gestärkt rausgeht. Und ich meine, das mag zwar ein bisschen komisch klingen, aber im Grunde ist es so ein Rückschlag oder eben Schicksalsschlag Niederlage. Und die muss man auch in Kauf nehmen, weil ändern lässt sich das nicht. Ich würde so gerne die Zeit zurückdrehen und weiter Skispringer sein. Aber das geht nun mal nicht. Und deshalb kann man nur so früh wie möglich nach vorne schauen, auch wenn man gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Und ja, irgendwie habe ich, glaube ich, das relativ schnell und Gott sei Dank kapiert, weil ich glaube, wir wollen alle nicht in ein Loch fallen, wenn uns irgendetwas Schlechtes passiert. Nein, aber das Wollen und das dann zu tun, das sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und was mich beeindruckt, ist dann teilweise auch der Humor, mit dem Sie an die Sache rangehen. Sie haben auf Facebook ein Bild gepostet und schreiben dazu, Sie müssten jetzt aber bald mal in Form kommen, denn bis Olympia sei es ja schließlich nicht mehr weit. Hilft Ihnen das? Ich sage, es ist sicher ein Teil, mit der ganzen Geschichte fertig zu werden. Man kann dann über gewisse Sachen lachen, wo vielleicht gesunde Menschen den Kopf schütteln. Aber wenn man sagen wir mal, unter Gleichen ist, denen ein ähnliches Schicksal passiert ist, dann merkt man sofort, dass man damit auch etwas locker umgehen kann. Aber das hat noch einen anderen Grund. Und zwar, ich will damit den Leuten sagen, dass wenn sie mir auf mein Schicksal anreden wollen, dass sie das ganz normal tun können. Weil auch wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze, ich bin vielleicht damals auf meinen Knack gefallen, aber nicht auf meinen Kopf. Sprich, die Persönlichkeit hat sich nicht verändert. Man weiß bis heute nicht, Lukas, was jetzt genau die Ursache für Ihren schlimmen Sturz war. Aber man weiß natürlich auch, es hat beim Skispringen immer schon schlimme Stürze gegeben. Wir sehen hier nochmal Daniel Andretande beim Finale der Vierschanzentournee. Da hat sich die Bindung geöffnet und er hat den Sprung nur mit größter Körperbeherrschung dann noch runtergebracht. Wie oft haben Sie sich tatsächlich mit dem Thema Risiko befasst? Dass es da ist, weiß man, aber dass man sich aktiv mit dem Risiko beschäftigt. Hat es das mal gegeben in Ihrer Karriere? Nie. Warum sollen wir uns mit Risiko beschäftigen, wenn wir sowieso wissen, dass das, was wir machen, Berufsrisiko ist? Aber das hat jeder Mensch. Jeder Mensch, der auf die Straßen rausgeht, setzt sich einer Gefahr aus.
Aber auch wenn man daheim bleibt, ich meine, es kann ja das Haus abbrennen, ganz salopp gesagt. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, es gibt Skispringen seit ungefähr 160 Jahren und laut meinem Wissensstand gibt es 3 Tote und 3 Querschnittsgelähmte. Ja, und einer sitzt gerade da. Also von dem her, ich glaube, die Quote ist da relativ gut. Also wir sind da besser aufgestellt als Formel 1 oder Skifahren. Sie sind da schon wieder an die Schanze zurückgekehrt, das haben Sie eben erzählt und können das also schon wieder sehen. Schauen wir uns mal das Springen von heute an. Das erste Springen nach der Tournee in Polen in Wisła. Michael Runke. Auf Polens Skisprunghängen feiern sie wieder Partys wie zu Adam Malisch-Zeiten. Der neue Nationalheld heißt Kamil Stoch und ist Sieger der Vierschanzentournee. Große Erwartungen also in Wisła, aber zunächst einmal schaffte Andreas Wellinger Erstaunliches im ersten Durchgang. Vor 3 Jahren war dem Deutschen hier in Polen sein einziger Weltcupsieg gelungen. Mit 127,5 Metern setzte sich der Mann aus Ruhpolding in Führung, auch wenn die Landung etwas eleganter hätte gestaltet werden können. Erst die Topspringer verdrängten Wellinger von der Spitze, die Österreicher Heiberg und Kraft und schließlich Kamil Stoch. Der Pole, der eine Luke tiefer gestartet war, mit 133 Metern und der Führung. Wellinger auf Platz 4 als einziger Deutscher in Tuchfühlung zum Podest. Eine Randnotiz sei dem Österreicher Gregor Schlierenzauer gestattet, dem erfolgreichsten Weltcupspringer. Sein Comeback endete auf Platz 31. Andreas Wellinger beim zweiten Durchgang. Die Windverhältnisse hatten sich drastisch verschlechtert. Gerade der Deutsche ist kein Freund von Rückenwind. Und doch liegt Wellinger stabil in der Luft. Die Weite mit immerhin 120,5 Metern bedeutete Platz 3. Das erste Podium für einen DSV-Springer in diesem Jahr. Das ist einfach geil. Ich habe jetzt im zweiten Mal wieder einen richtig coolen Sprung gemacht. Und ich war extrem überrascht, dass ich auf die erste rote Linie hinziehe. Und aber dann ist die 1 da stand, war ich extrem glücklich. Und den Platz dann aufholen auf Stock, alles der Hammer. Stefan Kraft aus Österreich hatte die Führung übernommen, bevor Kamil Stoch als letzter unter dem Jubel seiner Landsleute dem Sieg entgegenflog. 124 Meter, 16,3 Punkte Vorsprung auf Stefan Kraft und Weltcup-Gesamtführung. Kamil Stoch ist auf dem besten Weg, Polens zweiter Adam Malisch zu werden. Ja, das war das Spiel von heute, Lukas. Wie ist denn der Kontakt aktuell in die Szene zu den Kollegen? Bitte ich bitte nochmal die Frage wiederholen. Wie der Kontakt aktuell ist zu den Kollegen in der Szene? Na, also eigentlich so wie vorher. So, wir schreiben uns immer wieder mal, ich kriege eigentlich mehr oder weniger alles mit, wenn sie ja daheim trainieren, da bin ich sogar meistens dabei. Und das tut mir natürlich sehr gut, weil ich bin immer noch Teil der Trainingsgruppe, ich trainiere zwar was anderes, aber das Schöne ist sogar, wenn Übungen aufgebaut sind, kann ich sie für mich teilweise umfunktionieren. Also dann profitiere ich gleich doppelt mit. Es gibt eine Geschichte, die Ihnen aktuell sehr am Herzen liegt. Das ist Wings for Life World Run. Da sind Sie Botschafter, genau wie Kira Grünberg auch. Erzählen Sie uns davon. Was machen Sie da? Ja, der Wings for Life World Run ist ein Wettkampf, der von der Wings for Life Stiftung eben veranstaltet wird, der sich zum Ziel gemacht hat, die Forschung über die Querschnittslähmung zu unterstützen und im besten Fall in Zukunft heilbar zu machen. Da gibt es eben jedes Jahr einen Lauf, der zur gleichen Zeit an, ich glaube, 33 Orten weltweit wirklich zum selben Zeitpunkt gestartet wird. Und da sind die Läufer wie die Rollstuhlfahrer gleichwertig und jeder kommt ins Ziel, weil die Teilnehmer starten und eine halbe Stunde danach fährt ein Auto los und wenn die das Auto überholt, dann ist der Lauf vorbei. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, es ist egal, ob man an 5 oder 20 oder 50 Kilometer schafft. Die Mentalität der Teilnehmer, das ist unglaublich. Das findet man sonst nur bei Olympia wieder. Und wie ich da letztes Jahr dabei war, war ich so begeistert davon, dass ich mir gedacht habe, das muss nach außen getragen werden. Und soweit ich weiß, ist in Deutschland das heuer in München am 7. Mai. 7. Mai. Ja. Also 7. Mai, haben Sie gehört? Schreiben wir uns alle in den Kalender. Lukas, ich habe noch ein schönes Zitat von Ihnen gefunden. Da geht es darum, dass Sie anderen Menschen gerne Mut machen wollen und einen neuen Blick aufs Leben vermitteln.
Das Zitat lautet: Egal mit wem ich rede, wenn diese Person den Raum verlässt, soll sie mit einem Lächeln gehen. Lukas Müller, bei mir haben Sie das heute Abend geschafft. Ich danke euch herzlich, dass Sie heute bei uns sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie im besten Sinne des Wortes bald wieder auf den Beinen sind. Danke schön, Lukas Müller.